Nein, nein, lass das. Brauchen wir. Da, dort wird Dünger hergestellt, dort wird Lehmbewurf hergestellt, dort werden die Körner gedrescht, die Sachen gedrescht und so weiter und so fort. Also die brauchst du dann trotzdem, okay. Ja, ja. Das war früher mal alles in einem Gebäude. Jetzt haben wir es auf zwei Gebäude aufgeteilt. Okay, immerhin nur zwei, nicht 5000. Besten noch mit DLCs und so, ne? Ja, ja klar. Jetzt nicht langweilig wird, weil DLCs raus. Oder im Season Pass. Die will Dynasty kostenlos machen und alles im Season Pass reinballern. Das, naja, wäre ich nicht dafür, aber egal. Hast du mitbekommen, Bobby Kotick ist weg bei Bethesda. Oder Activision. Wer ist das? Das ist der meistgehassteste Mann vom Internet. Keine Ahnung. Er war anscheinend so ein schrecklicher CEO. Also er hat gegen Schluss relativ fein frauenfeindliche Akzente gesetzt. Er hat zum Beispiel bei Activision, war es so, die Männer haben den ganzen Tag gesoffen und die Frauen mussten arbeiten. Für das Spiele. Stimmt. Und deshalb sind die Spiele eigentlich so abgekackt von der Entwicklung her. Okay, wir haben jetzt einen Dreschboden. Die Scheune ist fertig. Perfekt. Dann kommt Feldschuppen, jetzt, sagst du, ne? Ja, aber warte mal damit. Wie gesagt, ohne Dünger bringt uns... Okay, kannst du. Richtig. Aber ohne Dünger bringt uns da noch gar nichts. Das ist ja mein Problem, was ich aktuell habe. So, jetzt kann ich hier noch klauen. Vieles kann man klauen, wenn man nur will. Bettdecken, geil. Alter, ich habe jetzt 500 Münzen. Geil. Oha. Nur durchs Klauen. Truhe öffnen. Ausnüchterungstrank. Ein Säckli. Vergiftete Eisenpfeile. What the fuck? Ah, hier war ein Fight. Deshalb sind die Dörfer verlassen. Da wurde gekämpft. Steinspeer. Weidenkiste nicht. Wo? Aber wie geht das nochmals mit dem Sehen hier? Mit dem Alt-Taste. Ja. Ausdauer hast Alt-Taste. Wir haben fast keine Steine mehr rumliegen hier. Soll ich für dich auch gleich etwas kaufen, damit du dann Wärme kriegst? Ach ja, wäre nicht schlecht. Grundsätzlich ja. Ich mache mich jetzt auf dem Heimweg, weil dann kann ich noch in der Jahreszeit den Roggen anpflanzen. Und dann ist ja schon wieder Winter. Dann ist schon das erste Mal Winter, sagen wir es so. Das erste Mal? Bei uns in dem Spiel. Übrigens, sonntags soll es Schnee kommen. Mal schauen. Ja. Morgen gehe ich mit Badehosen im See baden. Wie gesagt, die sind Wetterschmöcker, Wetterriecher, da habe ich kein einziges Wort mehr. Das sind die Meteorologen, die einfach null Ahnung haben, sowieso. Ich halte nicht so viel von denen. Ja, man hört's. Unislava, zeig mir deine Ware. Bettdecke. Oh, ich habe zwei Bettdecken verkauft und habe jetzt einfach 1000 Münzen. Wir haben 99 Holzstämme, Junge. Perfekt. Wie ich das? Ich muss das nachher zu Brennholz verarbeiten. Ja, das ist ja die ganzen Holzfäller. Die arbeiten ja. Aber so viel? Weidenkiste, so. Das kann ich noch verkaufen. Ich bin mir gar nicht gewohnt, so viel zu haben. Du verstehst jetzt, warum ich sage, es braucht seine Zeit, bis man vorwärts kommt im Spiel. Ja.
Oh. Oh, scheiße, ich muss ja für den Winter was kaufen. Stimmt, ich wollte jetzt schon zurückgehen. Stöcke. Hier. So. Zeig mir deine Ware. Ich habe über 1000 Münzen. Gut, also was brauchen wir? Wir brauchen... am besten... Ja, da pennt man ja was dein hier. Lederhandschuhe. 2 Stück. 2 dicke Lederhandschuhe und... Ja, stimmt, Holzschirme geht gleich. Ah, super, gehen gleich auf. Okay. Ich kaufe uns 2 einfache Rucksäcke, dann haben wir mehr Gewicht, das wir transportieren können. Ja. Ah, eine Kappe kann ich nicht mehr kaufen. Naja, schade. Aber eine Wundtaube. So. Und, die Schmiede ist, glaube ich, mal gleich fertig, ne? So. Wo sind meine Handschuhe? Dicke Lederhandschuhe. Oh, komm schon. So. Bauarbeiten abgeschlossen. Du hast soeben deine erste Schmiede gebaut. Für die meisten Gegenstände, die hier hergestellt werden, werden Kupfer, Bronze oder Eisen benötigt. Bevor du in die Mine bauen kannst, musst du Erze einzeln suchen und abbauen oder sie von Händlern kaufen. Okay. Zum Glück weiß ich, wie man Minen findet. Wurfsteine kann ich schon bauen, craften. So, jetzt habe ich einfach einen Rucksack ausgerüstet und schon bin ich nicht mehr überladen. Ach, wie geil. Till, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen jetzt auch etwas geben. Medizin? Drogen? Ja, alles. Perfekt. Nein, ich kann dir jetzt auch einen Rucksack geben, dann hast du auch wieder mehr Platz im Inventar. Leider ist es nur ein einfacher Rucksack, es gibt noch bessere, aber dafür haben die Münzen haben nicht mehr ausgereicht, leider. Alles gut. Für Gucci und Prada reicht es erst nächstes Jahr, ne? Ja, ja. Ist halt jetzt nur so ein C und A Secondhand Outlet. Immerhin. Cooles C&A hier, so. Okay, wie holt man sich da die Sachen, Bronze und Co.? Aus der Mine. Es gibt einen geilen Trick. Wir können ein Lagerhaus vor der Mine, vor der Höhle bauen. Da müssen wir nicht mehr so weit reisen, wenn wir das Eisen und so ablegen. Weil du kannst ja, je mehr Lagerhäuser du baust, du kannst auf alle Lagerhäuser auf der ganzen Welt zugreifen. Stimmt, hast du gesagt, ja. Jo. Das bedeutet eigentlich, wir können dann richtig anfangen, hineinzugehen und so. Aber vielleicht erst im nächsten Jahr vielleicht. So, Till, wo bist du? Ah, schauen, dass ich nicht gleich aufgebe hier. So, jetzt kann ich wieder rennen. Na gut, laufen eher. So, die Schmiede hast du gebaut, ne? Genau. Ja. Also wir haben eine Schmiede, eine Küche haben wir. Wir haben eine Werkstatt. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch alles, um Landwirtschaft betreiben zu können. Dünger und so. So. Ah. Steine, das war ja was, ne? Hier zu leben ist sicher besser als auf der Straße, aber nicht viel besser. Digga. In Grida, was ist das für eine arrogante Stimme? Ich kann dich auch gleich wieder rauswerfen aus der Siedlung. Alkohol muss her, sag ich schon. Alkohol, da sind alle zufrieden. Ich habe ja noch mein Säckli. So. Also wenn wir hier Alkohol hätten, dann wäre es auf jeden Fall schon, glaube ich, viel entspannter für die Leute hier. Ja, es fehlt ihnen einfach noch ein gewisser Lebensstandard hier. Die sind zu verpönt. Ich wollte Steine farmen und jetzt habe ich hier irgendwelche Pilze. Ach gut, wo bist du? Ah, du bist dahin. Komm zu dir.
Wow. Hm? Autsch. Ah. Es greift uns an. Ah, nichts. Ich glaube, wir uns selbst. Also, Till, guck, was ich jetzt mache. Komm mal zu mir jetzt hier hin. Till? Ja, hier Stöcke überall. Ich mach mal kurz noch hier. Wir sind fast fertig, ne? Okay. Ich muss nur noch eine Wand ziehen, aber egal. Ist da ein Stock dabei oder sowas in der Art? Ich hab was an viel besseres für dich, komm. Brauch 6 Stöcke mehr nicht. Nimm die 2 Sachen hier unten. Ja. Und jetzt im Inventar rüste sie aus. Ah, ich hab's sogar. Eine Hose oder was? Nee, die Handschuhe und den Rucksack. Oh, zum Glück 50. Was? Verwaltung der Felder. Management. Scheiß drauf. So, wo muss ich die Körner hinpacken? Ich glaube. Zusammen. Der Feldschuppen hat eine Steuer von 22,5. Okay, Feldschuppen ist bereit, ne? Perfekt. Dann brauchen wir nachher nur noch mehr Leute, also mehr Häuser jetzt. Steinäxte. Stroh und rein. So, Schmiede. Warst du die Schmiede? Ah, die Schmiede hast du da hinten. Hä? Ah, doch. Perfekt, Amboss, genau. Gehen wir pennen für die nächste Jahreszeit? Wollen wir eigentlich jetzt bessere Häuser bauen oder immer noch Flechthäuser? Ich weiß es nicht. Die würden dann weniger Brennholz verbrauchen. Brauchen aber viel mehr Materialien. Also sprich, brauchen die nachher Holzbretter oder Holzstämme. Wir können das schon nachher gleich machen, wenn du möchtest. Ich schlaf mal. Zur nächsten Jahreszeit, logischerweise. Perfekt. Ich auch. Wir sind jetzt im Winter. Es wird kalt. Shit. Ja, ich friere schon den Arsch weg. Wirklich? Mhm. War in dem Fall zu wenig Material. Ah ne, bei mir geht's noch. Musste ich aufwärmen. Also. Shit. Zumal 10 Hölzer. Gehe bei mir in die Hütte. Das ist meine Hütte hier. Feuer. So, lass uns den Winter relativ schnell skippen. So. Hm. Also noch nicht die Wände bauen vom Schuppen. Ich kann dir das jetzt gleich nachher erklären, wie wir das verbessern können. So, neues Level, Gewinnung, perfekt. So. Also. Und hier rein. Gut, also. Bei den Häusern.
Was hast du gemacht?